Sodele. Wow. Oh Mann. Was für ein Kampf. Das war der Kampf des Jahrtausends. Ich muss jetzt mal gucken. Da ist die eine Hand, da ist die andere Hand. Wow, ich musste gerade richtig dran arbeiten, dran kämpfen, dass ich No Man's Sky in der OBS-Ebene aktiviert kriege. Wie ihr aber seht, da unten No Man's Sky 2.0. Und wie ihr an dem Mikrofon hört, der eine oder andere weiß es mittlerweile schon, wenn dieses Mikrofon in dieser Qualität ist. Ja, irgendwann werde ich mir nochmal ein Ant-Lion holen. Anständiges Mikrofon halt für VR. Bis dahin aber ist das dann halt so mit den... Ich muss mal das Kabel anders machen, so ist besser. Ist das halt so. Das heißt also, wir sind jetzt in No Man's Sky VR. Jetzt muss ich mal gucken, wo jetzt der Zeiger ist. Irgendwo ist der Zeiger, ist auf der... Ah, okay. Spiel spielen. Andere Entdecker können in deiner Sitzung beitreten. Spiel beitreten machen wir jetzt eher nicht. Wir machen ja einen kompletten neuen Speicherstand. So, haben wir es. Spielzeit 97 Stunden. Da habe ich doch noch einen alten Speicherstand. Ich dachte, den hätte ich gekillt irgendwann mal. Ja, aber wir fangen trotzdem einen neuen an. Ist einfach so. Neues Spiel starten. Wir machen normal. Weil ich habe es damals ja durchgespielt gehabt. Die Tatsache ist aber halt, mittlerweile ist so viel an Inhalt hinzugekommen. Hallöchen, Cuttlefish, 1, 2, 3, 4, Hallöchen. Ach, ihr seht es jetzt ja nicht, meine Hände. Herzlich willkommen hier im Stream. Ja. Und weil so viel hinzugekommen ist, ich habe es damals gespielt, als viele Leute noch gemeckert haben über das Spiel. So lange habe ich das schon. Und damals habe ich es, wie gesagt, durchgespielt. Jetzt mittlerweile halt Ewigkeiten nicht mehr angefasst. Jetzt im Grunde des VR-Entscheidungssystems halt auch dann mal angefasst. Ich muss nur mal gucken, ob meine Aufnahme läuft. Ja, ja, ich bin gerade sehr professionell. Ich merke das schon. Es sieht so aus, als würde auch die laufen. Das ist schon mal sehr gut zu wissen. Ich werde jetzt auch dauernd anscheinend immer über Steam angetippt, aber ich werde jetzt auf Steam-Chat nicht reagieren, weil den sieht man sonst auch in der Aufnahme und das muss nicht sein. Jo, dann werden wir mal anfangen. Einmal einen normalen Speicherstand. Danke sehr dafür. Die Brille sitzt jetzt aber nicht richtig. Oh Gott. Mein Schädel. Ich habe einen zu großen Kopf. Ich habe sogar einen Dickschädel. So, jetzt ist besser. Oh, ja, die Sterne. Oh, da kenne ich lange nicht mehr. No Man's Sky. Ja, so sieht das Ganze also in VR aus, wenn man dann hier halt durch die Sternlandschaft tingelt. Er lädt und lädt und lädt. Man sieht das ab und zu wohl. Yo. Weiß ich nicht, ob ich jetzt was drücken musste oder... Das ist schon so verdammt lang her. Das ist schon fast Vanilla, wenn ich dazu so spiele. Also blind meine ich. Ja? Das ist ja dann schon blind. Jo, da flitzt das alles hier umher. Das ist sehr schön. Ich weiß noch, beim allerersten Mal, wo ich das gestartet habe... Ah, jetzt wird das Ruckeln weniger... Hab mir ab und zu mal so Ruckler, aber da scheint da was zu generieren oder zu laden. Wer weiß, wo er mich hier hinschmeißt. Das war ja beim ersten Mal aus, so, da habe ich mir gedacht, naja toll, jetzt habe ich hier unendlichen Sternfeld-Simulator. Okay, jetzt haben wir es. Okay, wir sind angekommen. Neue Entdeckung, das ist ja schön. Da haben wir die Temperaturen. Minus 54 Grad. Warnung, Außentemperatur bedenklich. Exoanzug-Analyse läuft. Greife über deine Schulter und drücke RG. Was RG aus ist, immer der Multifazit aufzuzeigen, diese selbe Funktion verstaut ist. Auch ich würde mal, das wird dann der hier sein. Achso, das ist das dann also. Okay.
Ja, so sieht das ganze Ding jetzt aus in VR. Das sieht echt schon mal. Also, wenn man das sonst von so früher denken kennt, wie das immer aussah, ist das schon ein Unterschied. Exo-Anzug, Hilfehinweis, Scan wird durchgeführt, Umgebungsstatus, feindselig, Gefahrenanzug, Schutz, Dings da, Gefahrenschutz versagt, Empfehlung scannen, um überlebenswichtige Ressourcen zu lokalisieren. Verwende den Multi-Werkzeugscanner, um Natrium zu finden. Baue Natrium ab, lade den Gefahrenschutz auf. LG, los. Fortfahren? Was ist immer LG? Okay, das ist das Jumping Pad. So ist hart drehen. Ich kann mich zwar auch so drehen, aber das ist hart drehen wie in VR-Shit. Okay, so ist es wegpacken. Ah! LG fortfahren. Ach so, okay. Ah. So. Was ist das? Scannen. Scanner kritisch beschädigt. Verwende den Multi-Werkzeugscanner. Ich würde sagen, dass der da hinten auf der Schulter klebt oder so. Ach so, teste den Scanner. Sammle Ferritstaub für die Reparatur. Scanner kritisch. Ach, das ist im Laufen jetzt so. Man kann das Laufen aber irgendwie auch soft einstellen, habe ich gelesen. Was haben wir denn hier? Anleitung, Meilenstein, Katalog. So eher nicht. Optionen, Steuerungsoption, Veraussicht neu zentrieren. Steuerungsoption, Mausglättung. Ich glaube eher nicht. Was rappelt das Ding immer, wenn ich das hier hinziehe? Es rappelt das nicht. Ist ja komisch. Also das Ding hier vibriert auf der Seite gerade. Hey, muss nichts drücken. Okay. Lenkmodus, einrasten, Flugsteuerung, Steuerung neu zentrieren. Was vibriert das Ding immer hier? LG. Bitte, was ist LG? Zurücknetet. Ah, okay. Aha. Headset, Hilfsnachricht. Greife über deine Schulter und drücke RG, um das Multi-Werkzeug aufzurüsten. Dieselbe Aktion verstaut das. Ja, danke dir auch. Okay. Irgendwas ist gerade sehr seltsam. Okay, das kann ich abbauen. Ist das Natrium? Nee, verdichteter Kohlenstoff. Das ist gerade ein bisschen komisch. Eine Drehung zu vollführen. Okay, das ist Drehung, das ist klar. Scanner, sammel Ferritstaub, extrahiere viel Staub und kleine Felsen schießt. Aber das ist noch mal eine gute Erklärung gerade. Ferritstaub. Nehmen wir mal ein bisschen Ferritstaub mit. Ja. So. Repariere. Links sowieso fortfahren. Inventar. Was soll ich da machen? Inventar. Oh, das Inventarteil ist geil.
So, Scanner. Öffne Inventar und repariere die Ausrüstung mit rechter Trigger. Ah, da. Gut, scanne, um Natrium zu lokalisieren. Ja, ich weiß. Natrium auf, greif über den Schulter und drücke RG. Spüre Natrium mit den Dings auf. Warte mal, was haben wir denn hier? Scanner. Okay, Natrium. Da hätten wir Natrium. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ich muss nur gucken, dass ich das irgendwie dann einstelle, dass normale laufen, weil das Laufen hier, das machen so VR-Chat-Anfänger. Na, willst du da nicht hinlaufen? Doch da, so will er hinlaufen. Nee, so auch nicht. Was steht denn da für ein Text? Warte mal. Halte RG Reichweite das Objekt bis darauf erscheint eine Linie in Richtung. Was? Oh, komm, ey. Na? Ach so, ich muss jetzt so ziehen. Ach so. Lade den Gefahrenschutz auf. Wo ist denn der? Gefahrenschutz. Juhu, wir sind etwas mehr ein bisschen safe. Oh Gott, ey. So, Multiwerkzeug bleibt sowieso. Wie kriege ich hier wieder raus? Links sowieso zurück. Okay. Ja, wir haben echt wieder ein bisschen Schutz bekommen. Das ist sehr schön. Na, wunderbar. So, also, wir schmeißen nochmal den Scanner an. Das brauche ich einmal. Einmal den Scanner an. Da hätten wir nochmal Natrium. Das ist doch gut zu wissen. Also mit dem Laufen muss ich gleich noch rausfinden, sobald wir ein bisschen safer sind. Na, oh Gott, komm hier, danke. Ich werde mal schnell mal ein bisschen Natrium ranholen. Man kann echt nicht überall stehen, ne? Das. So, da vorne haben wir dann gleich zweimal Natrium. Das ist schon mal sehr schön. So, okay, das haben wir auch. Dann werden wir da noch mal reparieren. Das gehen wir noch mal hier rauf. Inventar. Yes, wir sind jetzt voll aufgeladen. Das ist schon mal sehr schön. So, was sollen wir jetzt machen? Initialisierung läuft. Erreiche das markierte Signal mit diesem komischen Symbol. Extraanzug, automatische Signalübertragung. Benutze den Scanner, um wichtige Ressourcen zu markieren. Wo wird das Ding sein? Da hinten. Natürlich, wo auch sonst. Das heißt, wir müssen einmal so rumlatschen. Dann machen wir das auch mal. Und wenn das wird bestimmt das Raumschiff sein, da können wir uns da ein bisschen reinsetzen. Ich hoffe, dass es Raumschiff sein wird. Dann sitzen wir wenigstens schon mal safe drin, ne? Aber bei den Temperaturen ist ja auch abnormal. Ja, das ist jetzt mal im Ernst, Leute. Ne? Es ist doch eine Zumutung bei so viel Minusgrad. Obwohl, ich freue mich schon, wenn ich ehrlich bin, auf den Winter, aber wenn es so kalt ist. Okay. Also so laufen, das ist echt anstrengend. Das müssen wir gleich nochmal regulieren. Aber erstmal zum Raumschiff kommen.
Hier ist unterdings. Wir können ja auch mal uns da reinstellen. Oh Gott. So, danke. Hier ist es nicht mehr so kalt. So. Jetzt gucken wir noch mal rein. Die Taste bringt gar nichts. Die Taste bringt umso mehr. Rechts. So ist das gar nicht. Anleitung, Meilenstein, Protokoll, Optionen. So, jetzt müssen wir mal genau gucken. Zurück zum Modusauswahl. Manuelle Speicherung, VR an sich, Steuerungsoption. Jetzt schauen wir da nochmal rein. Lenkmodus einrasten, flüssig. Teleportation, flüssig. Vignette machen wir mal aus. So. Das ist doch schon mal was. Dann können wir da wieder raus. Allgemeine Optionen. Musik ist schon okay. Soundeffekte okay. Schaden da sowieso. Temperatur in Grad. Was hätten wir denn als Auswahl? Fahrenheit und Kelvin. Ja, kann man machen. Was haben wir so? Grafikoptionen. Er hat es erstmal alles auf Mittel gesetzt. Ja, müssen wir mal gucken, weil einiges sieht ein bisschen schwammig aus. Werden wir mal mit Zeit für Zeit rausfinden, woran das liegt. HBO, Horizon Based Ambient Occlusion ein- und ausschalten. Was ist denn das bitte? Ja, das sind solche tollen Begriffe, die hat noch niemand gehört. Muss wohl so sein. Ne? Das ist schon ganz spannend. Ne? Gut, dann haben wir das auch. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir jetzt hier steuern. Ah, das ist so. So, das wäre die Drehbewegung. Ah, die finde ich ein bisschen schnell. Lässt die sich noch einstellen? Und so ist dann Laufen. Ah, so ist Laufen. So ist cool. So kann ich seitlich laufen, so laufen. Das ist ganz gut. Das ist so ähnlich wie bei Skyrim, nur dass ich die Bewegung Kopf gekoppelt habe, also die Bewegung. Also man kann zwar vorwärts und rückwärts laufen, aber wenn ich dann in die Richtung gucke, dann würde ich jetzt in die Richtung auch laufen. Ja, das ist eigentlich ganz in Ordnung so. Das kannst du echt so machen. Das ist, ja, damit kann ich leben, Leute. Hallo. Ob das auch geht? Nee, das geht auch nicht. Das ist der Scanner. Okay. Jetzt sind wir im Geschäft, Leute. Also so sind wir im Geschäft. So funktioniert das doch. Herrlich. So, jetzt haben wir gleich wieder Natrium. Yeah, Natrium! So, einmal Natrium. Dann hier nochmal Natrium. So muss das sein. Jetzt kommt schon ein bisschen Feeling auf. Sag ja, sobald du mal die Steuerung drin hast, dann ist das doch sexy. Ja? Kannst du sagen, was du willst. Ich habe aber so das Gefühl, dass es so ein bisschen leicht flimmert. Da muss ich mal gucken mit den... Ja, gerade eben gerade solche Geschichten eben gerade. Ich weiß nicht, ob das man im Stream sieht. Bin auch nicht so ganz schlüssig. Aber es sieht schon geil aus. Nee, das ist einfach nur so, wie es ist. Ja, wir können nochmal einen Scanner anschmeißen. Da hätten wir nochmal Natrium. Nehmen wir da nochmal mein Natrium mit. Wie sieht es mit meinem Anzug aus? Der sieht super, super aus. Da hätten wir Wasserstoff. Da haben wir die Energiequelle. Da ist das erste Raumschiff dann wohl. Ja, es fängt an. Es fängt an. Sehr schön. Okay, einmal Natrium. Danke sehr. So, ich muss nicht ganz runterbücken. Das ist gut zu wissen. Ich werde nochmal kurz nochmal Ach, Scan ist noch nicht aufgeladen. Da sehen wir mal die Auflade. Stimmt, das war ja auch immer so eine Geschichte gewesen, dass das immer so halt ist. Eh? Was mir ein bisschen nervt, ist, dass diese Anzeige da ist. Und ich müsste theoretischerweise, glaube ich, mal das neu zentrieren. Dann machen wir das mal. Wo waren das? Das mal zentrieren. Es ist also eher ein Spiel anscheinend, was man im Sitzen spielt. VR an sich zentrieren. Na, ist toll, ist natürlich jetzt dort gelandet. So, jetzt ist schon ein bisschen besser. Jetzt mache ich mir mal ganz bequem.
Mal ganz neutral sitzen. So. Genau. Jetzt haben wir nämlich die ganze Anzeige da und dann passt das. Ist natürlich ein bisschen schade, dass es dann jetzt nicht so für ein Sitzen gedacht ist, für Stehen gedacht. Ich bin ja normalerweise ist immer der Steh-AP-Spieler, Stehspieler im VR. Gerade in Dingenskirchen hier, sagt mal. Was ist denn das für ein Zeug? Sauerstoff, kannst du immer hier brauchen. Habe ich das jetzt bekommen oder nicht? Ich weiß nicht. Ach so, so nah muss ich also dran sein, wenn das Symbol erscheint. Also ich muss gar nicht so nah rankleben oder so. Das ist ja mal interessant. Okay. Ja, haben wir Sauerstoff bekommen. Juhu, wir haben Sauerstoff bekommen. Das ist immer geil. Servus, Lucifer. Wie sieht es mit der Steuerung aus? Steuerung ist, wie du siehst, komplett frei. Also ich kann mich hier so drehen und ich kann laufen. Also ohne dieses komische Teleportieren. Anfänglich war das Teleportieren eingestellt, aber jetzt kannst du sehen, dass ich auch hier laufen kann. Und das ist für mich das definitiv bessere VR. So. Notrufsignal. Iteration, na sowieso, Szenario, Iteration, Nummer sowieso gelöscht. Versagen bei Grenzschichtablösung wahrscheinlich. Schiff 16 geleert. Grundwächter, Intervention, bewusste Übertragung. Okay. Analyse, neue Interaktion generiert, Anomalie, Eindämmung vorbereitet. Wollen wir das übertragen oder wollen wir weggehen? Natürlich, wir wollen es übertragen, wir wollen ja weiterkommen, oder? So, sehr gut, ja. Oh ja. So. Okay, wie sieht's da aus? Übertragung empfangen, Reisendenanomalie entdeckt. Anomalie ist fügsam, Position verzeichnet, Systemintegrität scan initialisiert. Ja. So, was soll man jetzt machen? Untersuche das abgestürzte Raumschiff. Dann würde ich mal sagen, machen wir das mal auch. Kann ich auch ein bisschen langsamer laufen? Ja, so und so schneller und so scheint. Na, weiß ich noch nicht. Kriegen wir ein Schleichen hin? Ich weiß es nicht. Wie nah muss ich da ran? Untersuche das abgestürzte Schiff. Halte RG, wenn du neben dem Schiff stehst. Daraufhin erscheint eine Linie in Richtung des ausgewählten Objekts. Ziehe die Linie zu dir, um zu interagieren. Ah, das ist diese Linie. Und deswegen zu mir ziehe, bin ich tatsächlich. Oh. Ja, Mama scheißt die Wand an. Schau mich erstmal so ein bisschen um, ne, wie man so ein Raumschiff macht. Oh, ich kann sogar richtig nach hinten schauen, Leute. Oh, guckt euch das mal an, da hinten. Ja. Jo, hier ist ruhig drin im Raumschiff. Woher wissen die, wie mein Kanal heißt? Das ist ein bisschen komisch. Sehr merkwürdig. Was ist das hier? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. So. Raumschiff Selbstdiagnose. Iteration Nummer. Könnt ihr selber lesen. Online. Atlasverbindung unregelmäßig. Startschubdüsen offline. Impulsantrieb offline. Ich finde mich in einer seltsamen Welt wieder, ohne Ausrüstung und in Gefahr. Ich weiß weder, wie ich hierher gekommen bin, noch was davor war. Doch zumindest dieses Schiff scheint mich zu erkennen. Die Steuerung reagiert auf meine Berührung oder jedenfalls auf die meines Exo-Anzugs. Ich bin noch nicht tot und dieses Schiff ist eine Rettungsleine hinauf zu den Sternen. Jo, so läuft es.
Gut, dann werden wir mal erstmal das Protokoll lesen. Mal gucken, was wir da Schönes drinne haben. Da haben wir Protokoll. Das ist anscheinend nicht verfügbar. Daten werden ersetzt, wovon auch immer. So, Pilot sollte Wartung durchführen, gewünschte Reparaturweg auswählen. Ja, gibt es nur eine Auswahl? Schiffssysteme reparieren. Selbstgesteuerte Reparaturprotokolle eingeleitet. Machen wir das mal. Wir sollen reparieren. Impulsantrieb kritisch beschädigt. Ist mal interessant, diese Anzeige echt mal so zu sehen. Man kann auch richtig nah ran, damit man sogar Leute wie ich das lesen können. Also, was brauchen wir? Sorgt für den nötigen Flugantrieb im Weltraum und in der Atmosphäre. Das System ist schwer beschädigt. Für die Reparatur benötigst du Metallplatten und ein hermetisches Siegel. So, das ist das hermetische Siegel. So sieht das ganze Ding aus. Dafür brauchen wir jedenfalls einen und wir brauchen auch eine Metallplatte. So, Schubdüse bla sowieso, halte interaktiv left oder RG. Interaktiv left, das wäre das dann. Ah, okay. Oder RG, das müsste man dort. Und greife einen der Cockpit-Türhebel. Das werden die hier bestimmt sein, weil das passt da logischerweise hin. Okay. Hebe den Hebel an. Hebe den Hebel an. Das sind mal Sätze, ich glaube, die habe sogar ich geschrieben. Also das wäre so schon möglich. So, Umweltwarnung draußen. Da sehen wir auch nochmal, dass da ziemlich kalt ist. Das ist unsere aktuelle Geschwindigkeit, würde ich mal aktuell sagen. Das ist die Position, denke ich mal. 21,41 zu 43,28. Was haben wir hier noch zu sehen? Die strahlende Säule BC1-Schild und die Photonenkanone. Ich guck mal hier rein, ob ich hier auch. Ich habe eigentlich noch nichts gedrückt. Der war jetzt sehr schnell mit dem Aufgehen. So, hier sehen wir dann nochmal die Schiffstechnologie. Das ist einmal die Stabschubdüse. Da brauchen wir reines Ferrit und Dia-Wasserstoff-Gelee. Boah, lecker! Gelee! So, und das Ding brauchen wir. Da brauchen wir die Metallplatten sowieso. Das Schild ist in Ordnung. Wir haben noch eine Photonenkanone an der Hand. Wenn ich das da hinhalte, ist das ein bisschen ruhiger für euch oder so. Das ist sehr empfindlich. Krass, wie empfindlich das ist. So, mache ich mal die andere Hand zur Unterstützung, dann kann man das besser lesen. So, was haben wir da? Schadenspotenzial, Schildabsorption, Hyperantrieb, Reichweite und Manövrierfähigkeit. Das ist das klasse Seeschiff. So sieht das ganze Ding aus. Jo, dann können wir dann auch da nochmal raus. Dann haben wir das auch angeschaut. Ich gucke mir nochmal ein bisschen das Cockpit an. Ist wirklich nett gestaltet. Kannst du sagen, was du willst? Es ist nicht verkehrt. Also, wenn dann so irgendwann mal natürlich auch eine andere Textur und solche Geschichten, ich glaube, so muss man das naja halten. City Skyline, nicht City, Star Citizen, so, nicht City Skyline, also Star Citizen aussieht, kann ich mir da schon einiges vorstellen. Gut, wir steigen uns erstmal hier aus. Ne? Ah, aber. Ba, 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 ba. Geil. Wiederherstellungspunkt gespeichert. Ah, okay. So, Extraanzug-Hinweis, bla, sowieso. Ja, Metallgehäuse sowieso. Das heißt, wir sollen das alles mal finden. Ich kann das theoretischerweise auch eingeblendet lassen. So, theoretischerweise. Oder auch ausmachen. Okay, Wiederherstellungspunkt sowieso. Sammle Ferritstaub. 50. Stelle Metallplatten her, um sowieso zu reparieren, Ferritstaub und Metallplatten herzustellen. So wie ich das in Erfahrung noch habe, ist meistens in diesen Kisten und so ein Zeug ja auch noch irgendwie was drinne. Da haben wir einmal Licht. Okay, wir können das Licht ein- und ausschalten. Das ist aber lustig. Beschädigter Container. Was haben wir da drinne? Da braucht verrostetes Metall zum Öffnen beschädigte Komponente entfernen oder wegwerfen. So, meine Qualitätssicherung hat gerade voller energisch das Fenster geschlossen bei unserem Nachbar. Da raucht wieder ganz lustiges Zeug. Wo ich bin, mal am Überlegen bin, mal die Polizei dafür zu rufen.
So. Also ich sollte mich so umdrehen, dann geht das ein bisschen.